wir bitte die Plätze ein. Wir starten in wenigen Sekunden, wenn Sie sitzen, mit einem Film. So, dann würde ich den Kollegen dann langsam sagen, wenn Sie Ihre Plätze eingenommen haben, sage ich Film ab. Geht jetzt los. Darum,
dass Sie mit Rot, wenn Sie mitmachen wollen, sagen, Sie stimmen einer Frage oder einer Aussage nicht zu und Grün eben würde dann Ja bedeuten. Sie haben des Weiteren einen weißen Zettel und einen Stift. Dieser weiße Zettel hat auch einen QR-Code, also entweder Sie können dort Fragen formulieren, schriftlicher Art, oldschool würde ich mal sagen, und den dann hier in die Frageboxen werfen, rechts und links an der Bühne. Oder Sie nutzen den QR-Code und dann schreiben Ihre Frage dann per Smartphone uns zu. Die Kolleginnen und Kollegen werden bis 19.30 Uhr ihre Fragen auswerten und dann in einer Gesamtfragerunde werden wir die dann nochmal den Kandidierenden stellen, je nachdem, welche Schwerpunkte Ihnen im Saal hier wichtig waren. Insgesamt werden wir darauf achten, dass die Redezeiten fair verteilt sind. Und wenn es zu lang wird, gibt es ein akustisches Signal. Soweit von mir. Genau. Sie haben jetzt schon gehört, rote und grüne Karten. Ich würde das gerne einmal mit Ihnen quasi üben. Deswegen die Frage. Kennen Sie die Personen auf der Bühne? Wenn Sie sagen, ja, ich kenne die Personen auf der Bühne. Grüne Zettel. Wenn Sie sagen, nein. Ah ja, ich sehe schon. Überraschenderweise kennen Sie noch rot und grün ein bisschen. Die meisten kennen die Person auf der Bühne. Genau, wie die Schütt eben schon gesagt hat, können wir die Vorstellungsrunde insofern ein bisschen kürzer halten. Aber für die Vorstellungsrunde haben wir uns was Besonderes ausgedacht, weil Sie haben ja auch zum Teil schon viele Folien gesehen. Wir würden gerne mit Ihnen gedanklich aus dem Stadthaus rausgehen. Sie sind in Ulm und treffen auch eine Gruppe und stellen sich innerhalb von 2 Minuten dieser Gruppe vor. Welche Gruppe das sein wird, wird der Zufall entscheiden. Sie können gleich hier Karten ziehen und dann werde ich Ihnen sagen, quasi, welche Gruppe Sie gezogen haben. Im Anschluss daran werde ich Ihnen noch jeweils, dass wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen, ein paar kurze Entweder-oder-Fragen stellen, wo es darum geht, dass Sie sich relativ schnell entscheiden. Genau, aber jetzt würde ich sagen, ziehen Sie gerne eine Karte, die sind auch nicht sortiert. Es sind 5 Karten, jeder eine. Keine Ahnung. Deswegen kann man den ja nicht viel erkennen. Genau. Sie sehen da jetzt Zahlen drauf, auf diesen Karten. Und jede Zahl steht für eine Gruppe, die das Publikum sieht auch schon, ich würde das nochmal sein. So, wer hat denn die Nummer 1? Ich beschreibe die Gruppe dann auch nochmal kurz. Herr Dr. Langhans. Herr Dr. Langhans, Sie sind in Ulm. Und zwar sind Sie in der Reithalle und treffen da auch eine Gruppe jugendlicher Skaterinnen und Skater beim Training. Sie haben 2 Minuten Zeit, sich dieser Gruppe Jugendlicher vorzustellen. Bitte. Kurzen Moment noch. Ich gehe mal davon aus, ihr lieben Jugendlichen, ihr seid alle online, ja? Und ich gehe davon aus, dass dann auch ein Ja kommt. Und wahrscheinlich habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, dass das Online-Sein, das permanente Online-Sein, sowohl positive Aspekte hat, dass wir schnell an Informationen kommen, dass wir uns schnell vernetzen können, aber es hat auch gewisse Nachteile, nämlich andere können dabei zuschauen, wenn wir mit anderen online sind. Und meine Aufgabe sehe ich darin, dass man nicht nur die eine Seite der Digitalisierung hier umsetzt, nämlich die positiven Aspekte, sondern ich möchte auch gerne mit den Menschen darüber nachdenken, wie man die negativen Aspekte, nämlich das Thema Steuerung, Überwachung der Menschen, wie man das besser in den Griff kriegen kann oder am besten sogar vermeiden kann. Denn das verstehe ich auch unter Artikel 1 Grundgesetz, dass jeder selbst entscheiden kann, wo er und wie er beobachtet wird. Danke. Vielen Dank. Ich sehe jetzt noch 2 kleine Entweder-oder-Fragen, wo ich Sie bitten würde, sich schnell zu entscheiden. Und Joker gibt es nicht. Herr Langhans, bar bezahlen oder mit Karte? Ja, selbstverständlich bar. Museum oder Stadion? Also, wenn ich offen sagen darf, lieber Stadion. Tradition oder Wandel? Wenn es die richtige Tradition ist, dann auf jeden Fall die. Vielen Dank. Wir kommen zu Nummer 2. Herr Treuter, wunderbar. Herr Treuter, Sie treffen den Seniorenrat Ulm im Haus der Begegnung beim Kaffee.
Machen wir nochmal die Fotos oben, bitte. Hallo, ich bin Thomas Treudel und ich will für OB werben. Sie haben es bestimmt schon mitbekommen, dass ich als parteiloser Kandidat kandidiere. Ich habe mit meiner Mutter schon sehr viel gesprochen. Ich war auch selber im Vorstand vom Altentreff und da weiß ich genau, was da manchmal auf und zu geht. Deswegen weiß ich, dass Fußgänger in Ulm es manchmal schwer haben, dass gerade für ältere Menschen zu wenig Platz ist für Rollatoren und sonstiges. Und darum will ich mich dann auch kümmern. Und der Kaffee hier, der schmeckt wirklich gut. Und wisst ihr was? Ihr fragt mich immer, warum ein Comic-Händler OB werden kann. Dann sage ich es euch. Weil ich habe früher Diplom-Betriebswirtschaft studiert, war in der Industrie tätig, habe bis zu 5 Abteilungen unter mir gehabt, habe 100 Millionen Euro Einkommensvolumen verantwortet und ich weiß, wie Wandel geht, ich weiß, wie Strukturierung geht, aber das ist jetzt nicht so wichtig wie eure Kuchen, deswegen esse ich auch schon hier mit und freue mich auf das Gespräch nachher. Auch für Sie noch entweder oder Fragen, genau, wollen Sie das Mikro nochmal? Herr Schweizer, Manga oder Asterix? Manga. Karriere oder Karibik? Karibik. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Vielen Dank. Wer hat sich die Nummer 3? Herr Ansbacher. Herr Ansbacher, Sie sind beim Abendessen mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem regionalen Handwerk und der Industrie. Da muss ich mich gleich höchst von mir hinsetzen, dass ich auch das richtig mache. Ja, guten Abend, also herzlich willkommen, mein Name ist Martin Ansbacher. Schön, dass wir uns hier treffen und auch über Wirtschaft sprechen können. Denn Wirtschaft ist ein ganz wichtiger Punkt in der Kommunalpolitik. Ohne starke Wirtschaft haben wir keine guten Einnahmen. Wenn wir keine starke Wirtschaft haben, können wir uns viele Investitionen nicht leisten. Das wissen Sie alle, deswegen müssen wir uns immer starke Wirtschaft unterstützen. Ich setze mich sehr, sehr stark dafür ein, weil soziale Sicherheit und starke Wirtschaft miteinander zusammenhängen. Ich will mich dafür stark machen, dass unsere Wirtschaft gute Bedingungen hat. Dazu brauchen wir vor allen Dingen, in Wirtschaft ein kleines Babyschwein, nämlich auch gute Kitas. Wir brauchen gute soziale Bedingungen, damit auch Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns in der Stadt gut unterbringen können. Wir brauchen ein starkes kulturelles Angebot, aber vor allen Dingen brauchen wir bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier sind und auch gut leben können. Wir brauchen eine starke soziale Sicherheit in unserer Stadt. Wir brauchen vor allen Dingen auch einen Wirtschaftsausschuss, um über Themen, die die Wirtschaft betreffen, richtig diskutieren und uns austauschen zu können. Ich will Startups fördern über einen Chancenkapitalfonds. Und vor allen Dingen möchte ich mich als Kandidat noch etwas näher vorstellen. Ich bin ja Jurist, bin also auch selbstständig, kenne mich da ein bisschen aus. Bin Rechtsanwalt von Beruf, habe in Augsburg Jura studiert, bin Fachanwalt für Bankrecht und Fachanwalt für Mietrecht, deswegen ist bezahlbares Wohnen für mich entscheidend. Ich bin im Vereinsleben in unserer Stadt sehr aktiv, bin unterwegs, bin Thurngau-Präsident, Vorstadtverbandsvorsitzender von Söfling, kenne mich also in der Stadt gut aus und weiß, dass wir miteinander eine starke Wirtschaft brauchen, aber auch vor allen Dingen soziale Sicherheit und dafür setze ich mich in unserer Stadt ein, weil ich Gemeinderat bin, Stadtrat seit 2014 und seit 2019 Fraktionsvorsitzender. Und ich möchte mich heute einbringen für eine starke Wirtschaft und soziale Sicherheit. Herr Ansbacher, Haus oder Wohnung? Oh, das ist schwierig. Haus, eher Haus. Haus. Früher oder spät aufsteher? Spät. Spät, Alter, ich bin kein Frühaufsteher. Studium oder Ausbildung? Ah, das ist auch hart. Weil ich eigentlich schon meine Ausbildung habe, aber dann eher Studium. Entschuldigung. Alles klar. Vielen Dank. Wir sind bei Nummer 4. Wer hat denn die Nummer 4? Die Frau Schwenning, die ich sehe. Frau Schwenning, Sie treffen auf eine Gruppe Kulturschaffender in der Kulturnacht. Sie haben zwei Minuten. Hi, ich bin Lena Schwenning. Ich möchte gerne eure Oberbürgermeisterin werden, weil ich finde, dass Ulm noch ein lebendigeres Kulturleben haben könnte. Die Kulturnacht ist leider nur einmal im Jahr, aber da zeigt sich, was in dieser Stadt alles möglich ist und wir könnten an der einen oder anderen Stelle noch besser werden. Davon bin ich überzeugt.
Ganz wichtig dafür wäre zum Beispiel aus meiner Sicht die Einführung eines Nachtbürgermeisters oder einer Nachtbürgermeisterin, damit wir sowas wie mit der Schließung des Club Edens nicht nochmal erleben müssen, sondern jemanden haben, der in Konfliktsituationen zwischen den Anwohnerinnen und Anwohnern, den Clubbesitzern und auch den Feiernden vermitteln kann. Wir brauchen jemanden, der zum Beispiel auch an die Clubs vermitteln kann. Wir brauchen mehr Proberäume für Bands in der Stadt. Und außerdem kenne ich einen ganz großartigen Schlagzeuger, der im Moment allerdings sehr eingespannt ist und deshalb viel zu wenig Zeit für die Kunst hat und würde ihn gerne dabei unterstützen, mehr Zeit dafür zu haben. Toll, dass es euch gibt. Wir sind eine Sportstadt und viele von euch können dem SSV helfen, in die zweite Liga aufzusteigen. Das finde ich richtig klasse. Ich bin selber Leistungssportler gewesen, deshalb weiß ich, die Vereine und auch der Sport, das ist eine Schule fürs Leben. Deshalb finde ich klasse, dass es euch gibt. Und ich finde auch klasse, dass Menschen in unserer Stadt Türkgücü waren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, danke. Dass viele Menschen in unserer Stadt auch gemeinsam sich im Sport messen. Aber noch besser fände ich es, und da sind viele von euch bereit, wenn ihr euch in den Vereinen bürgerschaftlich engagiert. Das ist ein besonderes Anliegen, nicht nur die Sportförderung, kaum eine Stadt hat so eine hohe, auskömmliche Sportförderung wie die Stadt Ulm, dafür setze ich mich seit Jahren ein, sondern das bürgerschaftliche Engagement, das Treffen im Verein, das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, weil es dazu hilft, dass wir gut zusammenleben in unserer Stadt. Deshalb glaube ich, wäre es ganz gut, wenn jeder von euch einen kleinen Beitrag leistet. Neben Tore schießen oder im Tor dafür sorgen, dass keine geschossen werden, das spielt der Kommunalpolitik, eben auch sich engagieren. Warum? Wir leben in unsicheren Zeiten und da ist der Zusammenhalt und das Unterhaken ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn ihr da einen kleinen Beitrag leistet, dann bin ich zufrieden und ehrlich, wenn man mal so in die Welt schaut, ist das, was uns immer ausmacht. Und wenn ich irgendwann mal Zeit habe, spiele ich für euch Schlagzeug, auch in den nächsten Jahren wird das nicht der Fall sein. Fußballer bin ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann besser springen wie Ball, aber ich schaue gern zu und wenn ihr mich einladet, komme ich gern, wenn ihr mal wieder spielt und freue mich, wenn so viele miteinander Sport treiben. Vielen Dank, Herr Zick. Man merkt, dass Sie alle schon ganz viele Podien und Zeitmessungen hinter sich haben. Vorbildlich. Herzlich, ob es hier noch drei Entweder- oder Fragen. Aufzug oder Treppe? Treppe. Rote mit Semmel oder Veggie-Pizza? Rote mit Senf und Semmel jeden Samstagmorgen auf dem Markt. Sparen oder investieren? Investieren. Vielen Dank, herzlich. Es geht ab an die Hände. Sehr schön, vielen Dank. So kurzweilig wie ich, also fand. Wie schon diese Vorstellungsrunde war, ich hoffe, so kurzweilig geht es für uns alle hier weiter. Wir haben einen Film vorbereitet für den ersten großen Themenblock. Denn all diese Menschen, in die wir uns jetzt im Moment schon hereinversetzt haben, was müssen die machen, denn wir müssen auch alle irgendwo wohnen. Und das ist ein Riesenthema, auch in diesem Wahlkampf und deswegen auch heute Abend bei uns zur Einstimmung.
Leben wollen. Wohnen muss auch bezahlbar sein. Und übrigens, ganz kurz eingeschoben, die Filme hat Frank Wiesner gemacht. Und unser Kollege Frank Wiesner ist übrigens da und wird nachher auch die Boxen aushalten. Denken Sie daran, zwischenzeitlich, weil um 19.30 Uhr machen wir dann mit den Boxen. Dann gehen die dann die Inhalte in die Auswertung. So, jetzt haben wir also Wohnen in Ulm zum großen Thema gemacht und haben hier unsere erste Frage, die stelle ich dem Herrn Zisch und die heißt, in Ulm sind Wohnungsbauprojekte ins Stocken geraten. Die Stadt wird ihr gestecktes Ziel von 3.500 Wohnungen bis 2026 nicht erreichen. Hohe Baukosten, Auflagen, teure Kredite. Da fragen wir uns, kann die Stadt diese Entwicklung überhaupt auffangen? Kann die Stadt dagegen steuern? Wir müssen gegensteuern. Wir haben in diesem Jahr knapp 800 Wohnungen neu am Markt und nächstes Jahr auch. Das heißt, wir haben uns in den letzten Jahren sehr angestrengt, den Neubau hochzufahren, weil wir eine wachsende Stadt sind und uns Neubau brauchen. Es ist gut gelungen unter den Bedingungen, die vor zwei Jahren galten. Und jetzt haben wir das große Problem, dass baugenehmigte Projekte in der Schublade liegen. Und deshalb ist es das Hauptziel, dafür zu sorgen, dass die bauen wollen, bauen können und wir einen Beitrag leisten, dass es gelingt. Leider sind nicht alle Faktoren von uns beeinflussbar. Und deshalb geht es darum, zunächst mal in Gesprächen, wir führen die Gespräche permanent, herauszufinden, wo können wir einen Beitrag leisten. Einen ganz wichtigen Beitrag leisten wir schon mit der Städtischen Wohnbaugesellschaft und unseren Partnern, den Genossen, weil wir gesagt haben, egal, was jetzt passiert, wir bauen auf jeden Fall. Da steht die Stadt dahinter und ist auch bereit, Risiken zu tragen. Aber ein Punkt ist wichtig, wir müssen mal wieder dafür sorgen, dass wir kostengünstiger bauen. Die Baukosten selber steigen, zurzeit beruhigt sich ein bisschen im Rohbau, aber da können wir selber nicht viel tun, außer dass wir weiter investieren und übrigens auch der Bauwirtschaft als solider Partner zur Verfügung stehen. Das heißt, die Bauwirtschaft kann sich bei uns verlassen. Wir investieren mindestens 300 Millionen Euro insgesamt in den Bau in einem Jahr. Und das andere ist, dass ich wirklich mahne, und das mache nicht nur ich, sondern ganz viele Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, auch die Wohnbauunternehmen, endlich mal von der übergeordneten Bürokratie und den Vorschriften, die in den letzten zwei Jahren zusätzlich draufgesattelt worden sind, wieder abzuholen. Der Bundeskanzler hat dazu angekündigt, dass er das tun will, dringend notwendig, aber nur so kriegen wir es hin, dass das, was zu befürchten ist, dass die Mieten massiv steigen. Wir haben jetzt geförderte Wohnungsbau, was ganz wichtig ist, 40%, 7, 8 Euro Neubau und frei finanziert, also ohne Förderung, 12 Euro. Wir befürchten, dass wir da bei 12 Euro gefördert sind und 17 Euro frei finanziert. Und das kann man, dem kann man nur entgegenwirken, wenn der Bund etwas tut, was er schon lange, was er vor zwei Jahren, vor einem Jahr abgesagt hat, nämlich die Förderprogramme einzuschalten. Wir brauchen eine Milliarde im Monat und nicht in einem Jahr. Und wir brauchen auch mal wieder Bauvorschriften, die dazu führen, dass die Mieten hinten aus nicht deshalb steigen, weil nur Baukosten steigen, aber die Wärme- und Energieersparnis nicht eintritt. Also es gibt einen großen Forderungskatalog an Berlin, der soll jetzt dann auch wieder, ich sag mal, da soll was passieren. Und wir müssen auch selber uns an die Nase fassen und gemeinsam darüber diskutieren, was können wir tun, dass die Projekte, die in der Schublade liegen, wirklich schnell begonnen werden. Aber wenn jetzt nicht begonnen wird, werden in zwei Jahren die Wohnung nicht am Markt sein. Ich wollte nämlich gerade fragen, in welchen Zeiträumen müssen wir denn jetzt denken? 3.500 in 2026 schaffen wir nicht. Deswegen noch kurz die Nachfrage an Sie, aber dann gebe ich die Frage nämlich gleich an die Frau Schwelling auch weiter, nämlich die Ursprungsfrage, kann man dem eigentlich noch gegensteuern? Aber erstmal so einen kurzen Ausblick, was glauben Sie denn, mit welchen Zahlen, welchen Zeiträumen wir denn da rechnen können? Ich bin mit allen großen im Gespräch, die Projekte in der Schublade liegen haben. Die sagen zwei Sachen. Erstens, wir brauchen, damit geförderter Wohnungsbau passieren kann, die Programme, die ich schon habe. Das heißt, 1% Zinsförderung heißt 2 Euro weniger Miete. Und dann haben die den Eindruck, dass sie nicht 17 Euro verlangen müssen und Sorge haben, ob sie die vermieten können, sondern eben nur 15 oder 14. Und wenn wir dann an den Baustandards mal auf den Boden kommen und nicht hohe Dämmstandards fordern und gleichzeitig regenerative Wärme einfordern, was ja richtig ist, dann glaubst du mal auf den Weg. Und ich glaube, das Vertrauen wächst gerade wieder, dass wir gemeinsam schauen, dass wir versuchen, diese Projekte jetzt auf den Weg zu bringen. Das heißt, was jetzt nicht begonnen wird,
wird in 2 und 3 Jahren nicht am Markt sein. Das heißt, im nächsten halben Jahr müssen wir es erreichen, dass diese Projekte wieder aus der Schublade kommen, weil es kein sofort gebaut hat, wenn man das Vertrauen schafft, die Voraussetzungen schafft. Frau Schwenning, deswegen die Ursprungsfrage direkt weiter an Sie. Sie sind ja auch schon lange im Gemeinderat, Sie kriegen die Wohnungsbaupolitik in Ulm schon sehr, sehr lange mit. Sie haben auch mitgewirkt an dieser Zahl 2026, aber sie ist nicht zu erreichen. Und jetzt, wie steuern Sie gegen? Ich möchte gerne, dass wir in erster Linie auch die Potenziale nutzen, die schon da sind. Wir haben nämlich in dieser Stadt ziemlich viel Leerstand. Das merkt man so gar nicht, aber wenn man mal mit offenen Augen durch die Stadt geht und auch viele von Ihnen, das heißt, ich schreibe immer, wo Wohnungen und wo ganze Häuser leer stehen, und wir haben einige davon. In Zeiten, in denen wir so viel Druck im Wohnungsmarkt haben, empfinde ich es als unverantwortlich, wenn man ohne Grund ganze Häuser oder Wohnungen jahrelang leer stehen und verfallen lässt. Wir haben möglicherweise als Kommunen auch die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Denn das Grundgesetz ist ziemlich eindeutig und sagt, Eigentum verpflichtet. Und die Handhabe, die wir konkret haben, nennt sich in dem Fall Zweckentfremdungssatzung und bedeutet nur, dass man eben seine Wohnung nicht ohne Grund länger als 6 Monate leer stehen lassen darf. Und allein das zu ziehen, würde einige neue Wohnungen und einige neue Häuser und einiges an mehr Wohnraum in dieser Stadt, das jetzt schon gebaut ist, schnell zur Verfügung stellen. Deswegen wäre das ein erster Schritt, den ich machen würde, um kurzfristig mehr Wohnungen zu gewinnen. Und viele Rechtsstreits wahrscheinlich auch. Das stimmt. An anderer Stelle sind wir ja schon mit drin, Tübingen zum Beispiel, weil es hält sich einigermaßen in Grenzen. Und die Stadt ist nicht untergegangen, sondern es funktioniert. Darf ich da noch kurz rückfragen, Frau Schwenning? Also zum einen, was ich weiß, ist, dass der Baubürgermeister von 2 Jahren ist der Artikel, der gesagt hat, der Leerstand sei jetzt nicht so ein großes Problem in Ulm. Daraus schließe ich jetzt auch nicht der große quasi Dreh- und Angelpunkt, wo man die Wohnungsnot irgendwie mit bekämpfen könnte. Und die andere Frage ist natürlich, warum gibt es denn diese Zweckentfremdung? Also das mit dem Leerstand, das lässt sich so, also da kann man quasi alles behaupten dazu, weil wir haben keine Zahlen darüber, wir erheben das ja nicht, also weil wir auch kein entsprechendes Instrumentarium dafür haben. Aber wenn ich zusammenzähle, was mir zugeschickt wird, was man auch selber sieht, wenn man durch die Stadt geht, wir kennen alle dieses Haus hinter der Büchse oder den Flugmärzler, das ist jetzt direkt hier um die Ecke quasi, einfach 2 Häuser, die leer stehen, in der Neustadt gibt es ganz viele. Das heißt, wenn man das zusammenzählt, dann kommt schon einiges an Wohnraum zusammen. Selbstverständlich ist das nicht das Allheilmittel, das unsere Wohnraumprobleme in dieser Stadt irgendwie quasi im Handstreich lösen wird. Wir werden bauen müssen und alles dafür tun müssen, dass wir auch da vorankommen und gucken, dass wir am besten auch die Potenziale, die in der Stadt schon da sind, also Flächen schon erschlossen sind, und dass wir die zuerst nutzen und nicht die grüne Wiese bebauen. Und warum haben wir noch keine Zweckentfremdungssatzung? Unter anderem, weil die Verwaltung das für kein geeignetes Instrument hält und sich im Gemeinderat bisher noch keine Mehrheit dafür gefunden hat. Das ist so, dass der OB oder die Oberbürgermeisterin ja auch eine Stimme im Gemeinderat hat und im Moment sind die Mehrheitsverhältnisse da ziemlich spitz auf Knopf. Das heißt, es könnte schon einen Unterschied machen. Herr Ansbacher, Sie würden gegensteuern mit einem kommunalen Wohnungsbauförderprogramm. Warum bringt das uns jetzt mehr Wohnungen? Das ist ja nicht das Alleinstellungsmerkmal, sondern ich muss ein bisschen ausholen. Sie haben vorhin diese Zahl 3.500 Wohnungen genannt. Zur Historie dieses Beschlusses gehört aber, dass wir beschlossen hatten, von 2016 bis 2021 diese Zahl bereits erreicht zu haben. Das heißt, jedes Jahr in diesem Zeitraum, den ich gerade genannt habe, 700 neue Wohnungen zu bauen. Dieses Ziel ist krachend gescheitert. Und damals gab es noch kein Zinsproblem, damals gab es zwar ein Baukostenproblem vielleicht, aber in dieser Zeit, das war eine verlorene Zeit, haben wir dieses Ziel, was wir als Gemeinderat beschlossen haben, nicht erreicht. Diesem Ziel bauen wir jetzt wiederum hinterher. In einer schwierigen Zeit haben wir eine schwierige Voraussetzungslage, die wir einhalten müssen. Das gehört da dazu. Das kommunale Wohnungsbauförderprogramm ist deswegen gut, weil wir einen Anreiz setzen. Es geht nicht um Verbote, sondern es geht um Anreize, mehr bezahlbaren Wohnraum zu fördern. Meine Idee ist schon auch, wir haben unsere Bodenpolitik, die uns wirklich gute Möglichkeiten bietet. Bisher ist es so, dass wir einen ausgeglichenen Liegenschaftshaushalt haben müssen. Das heißt, wenn wir ein Grundstück hergeben, muss das im Verkauf und wieder das reinholen, was wir praktisch als Preis aufrufen. Das können wir, wenn wir Steuerungsmechanismen, die wir uns anschauen, müssen wir davon abholen. Wir müssen, das ist meine Idee, sagen, wer bezahlbaren Wohnraum auf unseren Grundstücken macht,
muss dieses Grundstück billiger bekommen, je höher die Quote ist. Genauso müssen wir die Genehmigungskosten senken für jeden, der mehr bezahlbaren Wohnraum auf diesem Grundstück erschafft. Die 40%-Quote finde ich richtig, kann man jetzt nicht abschaffen, das wäre das völlig falsche Signal. Also da haben wir viele Stellschrauben, die wir nutzen können, das zu machen. Ich will auch an der Stabstelle Wohnungsbau einrichten, sozusagen direkt bei mir angegliedert, wo alles zusammenläuft, was mit diesem Thema zusammengehört. Das ist halt auch ein soziales Thema, da gehört viel dazu. Das muss eine Person federführend machen. Und wir brauchen ein Bündnis für bezahlbares Wohnen, wo wir alle Leute an einen Tisch holen und sagen, wo können wir auf kommunaler Ebene Stellschrauben miteinander stellen, damit ihr mehr bezahlbaren Wohnraum schafft. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass viele Bauvorschriften die Landesbauordnung ausmachen. Also auf Landesebene werden diese Gesetze gemacht. Und da müssen wir natürlich auch richtigerweise sagen, was muss unbedingt noch sein als Standard und wo können wir einfach auch billiger und preisgünstiger bauen. Da muss also jede Ebene, jede politische Ebene, das gestehe ich ein, muss da richtig Gas geben und wir natürlich auch. Die UVS muss mit viel Geld ausgestattet werden, damit sie diese Projekte, die sie hat, angehen kann und neue angehen kann. Und da gehört eben dieses kommunale Wohnungsbauförderprogramm obendrauf. Also viele Möglichkeiten, die müssen wir dringend nutzen, weil das wirklich ein großes sozialpolitisches Thema ist, das wir angehen müssen. Darf ich da noch kurz was zurückfragen? Herr Zisch hatte unter anderem gesagt, dass das ein Problem auch die vielen Vorgaben sind von Land und Bund. Er hat da Beispiel, ich glaube, Sie haben Dämmung als Beispiel genannt. Jetzt haben Sie auf Ihren Wahlplakaten ja auch das Thema Nachhaltigkeit stehen, denn ich höre, also so ein bisschen wird da auch kritisiert, was die energetischen, Sie können natürlich auch gleich mal sagen, aber was die, also da zu sparen quasi, was Energetik angeht, was ja letztlich auch das Thema Klimawandel betrifft, würden Sie sagen, das ist der richtige Weg, da auf Bund und Land einzuwirken, da Regelungen, weicher zu machen, die energetische Standards betreffen? Das würde ich nicht sagen, das wäre auch das falsche Signal, aber es gibt andere Möglichkeiten. Beispielsweise beim Stellplatzschlüssel können wir gucken, ob wir das unbedingt immer die ganze Zeit brauchen, ob wir überall Fahrradstellplätze brauchen, wie wir sozusagen das gesamte Standardprogramm abrufen müssen oder nicht. Also da aber bei der Dämmung zu sparen, das wäre glaube ich der falsche Anreiz, weil wir gleichzeitig Klima schützen müssen. Also da den Gegensatz aufzumachen, das hielte ich für falsch. Es gibt andere Möglichkeiten und wir müssen natürlich auch Genehmigungen schneller erteilen können, damit wir weiter in die Breite gehen können. Aber da diesen Gegensatz zu machen zwischen Dämmung und Nachhaltigkeit und das gleichzeitig im Gegensatz zu setzen zum Thema, wir schaffen dann keinen bezahlbaren Wohnraum, das gilt für falsch. Also das müssen wir schon machen, da gibt es andere Möglichkeiten, das besser zu machen. Herr Langhans, finden Sie auch, dass die Stadt mehr bezahlbaren Wohnraum für alle braucht? Ja, selbstverständlich. Die Frage ist halt nur, wie es umgesetzt werden kann. Und da werde ich, wenn mir die Aufgabe übertragen wird, auf die Fachkompetenz der vielen, vielen Menschen, die beteiligt sind an diesen Prozessen, zurückgreifen. Ich denke, es gibt zwei Aspekte, die da auch noch eine Rolle spielen. Zum einen sollten wir, wenn wir über die Problematik am Bau sprechen, auch darüber sprechen, dass es schwerer geworden ist, das Material zusammenzubekommen. Und das hängt mit der allgemeinen wirtschaftlichen Situation in Deutschland zusammen. Und das hat jemand zu verantworten, den man benennen kann. Das ist diese Bundesregierung. Und ich denke, auch dies sollte zur Sprache kommen. Und ich denke mal, auch wir haben die Möglichkeit, diese Dinge offen zu artikulieren. Denn das heißt lebendige Demokratie, dass die Bürger auch sagen, was in diesem Land nicht in Ordnung läuft. Das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2, den ich gleich dranhänge, natürlich hängt das Wohnungsthema auch zusammen mit dem Migrationsthema. Und wir haben einen noch amtierenden Oberbürgermeister, der dieses Thema sehr deutlich auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und für den hier im Raum, der das nicht weiß, an welcher Stelle er das getan hat, darf ich die Schwörrede 2023 in Erinnerung rufen. Als er nämlich genau diese Passage in seiner Schwörrede offenbar gezielt aufgenommen hat. Er sprach von Menschen ohne Bleibeperspektive. Ich würde das noch ein bisschen weiter ziehen, das Problem. Nämlich es geht darum, dass die Menschen, die seit 2015, das ging ja unter der Frau Merkel los, hier in das Land kommen, dass die ein Umfeld zurücklassen.
Herr Reimann, ich muss Sie an der Stelle wirklich unterbrechen, weil wir reden hier über Kommunalpolitik, wir wollen auch nicht die Schwörrede analysiert haben. Ich habe Sie gefragt, welche Vorschläge Sie denn haben, wenn Sie jetzt Oberbürgermeister sind, wie Sie dann die Frage, die Sie bejaht haben, nämlich der bezahlbare Wohnraum, welche Ergänze? Welche wollen. Sie hatten wirklich eine große Redezeit jetzt für diese Frage zu beantworten. Und deswegen möchten wir ganz dringend auch noch den Herrn Freufler zu Wort kommen lassen. Also ich habe die zwei Aspekte zur Sprache gebracht und wenn Sie mich unterbrechen, dann darf ich Sie auch unterbrechen. Dankeschön. Ja, vielen Dank dafür, aber es ist mir wirklich sehr wichtig, auch den Herrn Freufler zu dieser Frage Wohnraum auch nochmal seine Antwort zu hören, wie er das denn machen würde als Oberbürgermeister. Das interessiert Sie doch bestimmt auch. Ja, Sie haben jetzt sehr viele Punkte gehört, was nicht gemacht wurde, weil es nicht genehmigt wurde, weil der Gemeinderat beschlossen hat, aber nicht umgesetzt und die Verwaltung nicht umgesetzt hat. Und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich habe. In Zeiten, wo die Zinsen niedrig waren, wo Bauvorhaben leichter gemacht werden hätten können, wurde halt zu wenig gemacht und das hängt uns jetzt alles hinterher. Und die anderen Kandidierenden, wenn sie jetzt den OB-Posten stellen, aber nach wie vor das gleiche Umfeld haben, frage ich mich, was sie damit erreichen wollen. Deswegen, ich möchte das dann auch analysieren und das Wichtigste ist tatsächlich, dass die Vorgaben vom Bund und Land so sind, dass gebaut werden kann, dass wir schnell, einfach und unkompliziert bauen, dass wir die Bauvorhaben, die wir haben, die genehmigt sind, dass wir die Menschen mitnehmen, dass die Baufirmen wissen, dass wir entsprechend auch gegebenenfalls dafür Mieter finden und dass wir das, wenn es nötig ist, auch subventionieren. Aber nur so kann man Bau voranbringen, weil momentan ist es leider auch so, dass viele Punkte halt einfach in der Vergangenheit verschlafen worden sind. Es sind nicht nur der Wohnungsbau, es ist der Straßenbau. Und jetzt, wo wir praktisch einen Zins hoch wieder haben, wo wir Probleme haben, dass wir die Handwerker ausgelastet sind. Jetzt sagen wir, wir müssen mehr bauen, aber wir haben es bis jetzt nicht geschafft. Wie soll man das jetzt bei den beschwerten oder erschwerten Dingen jetzt auf einmal machen, wenn die gleichen Leute das praktisch verantwortet haben, jetzt weitermachen? Ich komme aus der Industrie, ich weiß, wie man lean arbeitet und muss mir dann das natürlich genau anschauen und will dann das Bestmögliche rausholen, dass wir einen bezahlbaren Wohnraum in Ulm schaffen können. Jo, vielen Dank. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Wir wollten jetzt eigentlich Ihnen auch die Gelegenheit geben, noch in dieser Fragerunde zum Thema Wohnen auf einen Aspekt des jeweils anderen, den Sie selber ansprechen wollen, einzugehen. Und ich hatte den Eindruck, tatsächlich, dass Sie bei dem Thema kommunales Wohnungsbauförderungsprogramm reingehen wollten. Oder habe ich das falsch gesehen? Also, da muss ich rausholen, bei KfW 45 wäre auch nicht. Aber 40 und 45 wäre auch nicht. Aber zum Thema Geschwindigkeit. Also, okay. Jeder, der im Gemeinderat sitzt, weiß, Beschlüsse werden Menge im Gemeinderat gefasst. Und jetzt erinnere ich schon daran, dass mir allein zwei Baugebiete einfallen, die mehrere Ehrenrunden im Gemeinderat gemacht haben. Da wäre man ein Jahr schneller gewesen. Deshalb muss man ein bisschen aufpassen. Der Oberbürgermeister, Chef der Verwaltung, er hat viel Verantwortung, aber am Schluss geht es auch darum, dass der Gemeinderat Gas gibt. Wenn man jetzt der Verwaltung das anhängt, ist es ein bisschen verkürzt, vor allem dann, wenn man im Gemeinderat sitzt. Aber nochmal eine fachliche Frage, erlaubt es mir das, nur eine fachliche Frage, weil ja Landes- und Bundesgesetz ein Thema war. Ich habe die Koalitionsvertrag bei Württemberg mitverhandelt. Und da waren wir einig, wir machen KfW 55 Wärmedämmstandard, weil der fachlich genau das Mittel ist zwischen ich investiere viel Geld und ich spare Wärme. Das ist der richtige Weg. Dann haben wir keine überbordenden steigenden Mieten. Weil das ist ein Relationssatz. Ich mache eine Wärmedämmung und spare mir damit Wärme ein. Und damit steigt die Miete, die Bruttomieten, die Warmmiete nicht so. Der Bund hat jetzt gesagt, ne, KfW ist 40 plus Gutachten plus ich weiß nicht was. Das ist das Problem. Deshalb steigen die Mieten, ohne dass der Bürger bei der Energie tatsächlich das entsprechend einschlägt. Und das muss sich ändern. Das ist Bürokratie, übergeordnete Bürokratie. Da
der Stellplatzschlüssel und die ganzen Themen, wir haben das ausgerechnet, also wir sind ja eben auf der Bremsung dahergestellt, das ist schon ein alter Sprung geworden. Es gibt zwei maßgebliche Themen, das sind die Baukosten. 10% Baukosten senken heißt 1,30 Euro Miete senken und es ist 1% Zins. Förderprogramme des Bundes macht 2 Euro Miete. Das sind die zwei wichtigen Drehschrauben. Und da können wir nur nicht viel entscheiden, aber wir geben Gas, wenn es endlich soweit ist, dass diese Vorschriften wieder vernünftig sind und damit die Mietpreissteigerung im Vergleich zur Wärme- und Energieersparnis in einem vernünftigen Kleinen bestehen. Wenn Sie mich so einladen, Sie wollen eine lebhafte Diskussion. Diese Baugebiete, die der Herr Zisch gerade angesprochen hat, waren natürlich erst viel später in der Beschlusslage. Ich habe ja gerade vorher schon die Vorgeschichte angesprochen, da war noch gar nichts mit irgendwas, mit, dass wir irgendwas verzögert hätten und dass der Gemeinderat aber Schulzer ist ein Auftraggeber gewesen an die Verwaltung in einer Zeit, in der das hätte umgesetzt werden müssen. Das hat die Verwaltung außen mitgetragen und zuvor geschlagen. Dann ist es nicht gemacht worden. Also man hat schon, man muss die Vorgeschichte immer mitbedenken. Deswegen, also so ganz so einfach können wir es uns jetzt hier nicht machen. Der Gemeinderat war jetzt da schuld, dass wir es dann geschafft haben. Natürlich gibt es immer irgendwelche Zwischenschritte, aber diese Zeitspanne, die ich vorher genannt habe, das ist wirklich ein Thema, da haben wir das nicht erreicht, also mit dem bauen wir immer noch hinten nach. Weil das, was gerade gesagt worden ist, stimmt so nicht. Wir haben diskutiert über Eschwiesen die Frage natürlich, wie wir dann die Gestaltung von gewissen Baugebieten machen, das ist richtig, aber das ist alles viel später gewesen, als das Kind schon in Anführungszeichen bis in den Boden gefallen war. Also so einfach kann man uns das hier nicht machen. Der Herr Walter wollte auch noch kurz sagen. Ja, das sind ja genau die Punkte, die ich angesprochen habe. Ich sehe mich als Integrator und möchte praktisch Menschen zusammenbringen und dadurch auch den Gemeinderat und den OB, also mit mir dann, zu Lösungen führen. Weil oft oder manchmal sind es halt doch parteipolitische Punkte und als Parteiloser kann ich vielleicht vermitteln und manchmal ist nur ein Zentimeter rechts oder links durch den einen und durch den anderen möglich, dass wir zu Beschlüssen kommen, die dann auch was bewirken und die nicht nur in Vorwürfe sind, du bist schuld oder du bist schuld. So, vielen Dank Ihnen allen für diese erste Runde zum Thema Wohnen und auch Leben in Ulm. Im Zeitplan sind wir wunderbar und deswegen geht es jetzt weiter mit Sanja und einer Schnellfragerunde. Genau, da sind Sie schon. Ich glaube, wir brauchen wieder ein bisschen Bewegung im Raum.